Seit über 180 Jahren steht der Standort Eberswalde vor den Toren Berlins für Forschung und Lehre zur Nachhaltigkeit. 2017 wird das 25-jährige Jubiläum der Neugründung nach der Friedlichen Revolution gefeiert. Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde setzt auf Zukunftsbranchen und Schlüsselbereiche wie erneuerbare Energien, nachhaltigen Tourismus, Naturschutz, Forstwirtschaft, Ökolandbau oder nachhaltige Wirtschaft. Wir wollen als Hochschule ein Buch lesen. 1% ist genug. Mit wenig Wachstum, soziale Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen. Die Autoren sind Graham Maxton und Jörgin Randisch. Es gibt gerade kein Buch, das besser für unsere Hochschule geeignet wäre. Viele Herausforderungen bedrohen unseren Wohlstand, das menschliche Wohlergehen, weil wir das globale Ökosystem übernutzen. Welche Lösungen gibt es? Welche Anregungen gibt das Buch? Der Bericht an den Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums im Jahre 1973 war ein Weckruf. Jörgin Randisch war damals schon Co-Autor der Studie. Und das neue Buch warnt nicht nur, sondern stellt auch Lösungen zur Diskussion. Wir wollen das Buch mit der Förderung für jeden an der Hochschule zum Lesen verfügbar machen. Jeden Monat wollen wir uns an einem anderen Ort der Hochschule zur Lesung eines Kapitels treffen. Wir treffen uns zu unterschiedlichen Tageszeiten. Verschiedene Institute laden dazu ein. So verbinden die Kapitel Orte und Menschen miteinander. Zu den Lesungen, Diskussionen und Meinungen wollen wir einen Blog gestalten. As a study program Global Change Management, we will organize a reading of original version to all international students. Wir wollen das 9. Kapitel mit Lösungsvorschlägen zur Rettung der Welt in einem Workshop in Gruppen gemeinsam bearbeiten. Wir wollen mit Ideenboards allen bei den Lesungen Raum geben, ihre Meinung zu posten. Diese Meinung werden wir dann im öffentlichen Raum als Galerie präsentieren. Den Abschluss der Lesereihe bildet eine Veranstaltung mit einem der Autoren. Wir wollen mit dem Projekt zu diesem Buch Menschen zusammenbringen, aus der Hochschule und auch aus der Stadt Eberswalde, gemeinsam nachdenken über Gestaltungsmöglichkeiten für die Nachhaltigkeit in verschiedenen Lebensbereichen. Und wir wollen eine Position erarbeiten als Hochschule zu diesem Buch, die wir dann veröffentlichen.